Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei True Farming auf unserer Karte Schwatzingen mit dem Harald. Mahlzeit. So, ja. Und im Winterräumdienst. Ah, oh, guck mal, der Herr Adler, der macht das super. Aber das ist auch der richtige Traktor dafür, muss man mal sagen. Ey, die haben hier gut geräumt, ne? Ja, ja, das passt, das passt. Kann man nichts sagen. Oh ja, sehr. Was ist eigentlich mit unserer Fußbodenheizung? Nix. Harald, die Vorsicht, 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 Vorsicht. Ja, du sag mal, willst du mich im Übrigen verarschen? Komm, wir fahren jetzt runter hier. Wir müssen zu Emily da. Die sind am Hof unten. Herr Adler! Ach, der hört mich hier nicht. So, Ist mir? Bist du wahnsinnig? Du lässt den Graf Sachsen hier oben rumfahren. Bist Herr Sachsen, super Arbeit! Da gibt's einen Daumen nach oben, ne? Dankeschön. Schiebt uns da alles. Vielen, vielen Dank. Ja, mach's ruhig hier der Haufen. So ist das eigentlich in Ordnung. Nicht weiter rüber. Sie können auch vorne bitte noch bei der Schweinefutter und Mischfutter noch räumen, wenn's geht. Danke. Ah, guck mal hier, sauber. Sehr gut, ja, okay. sehr gut. Ich dachte, es ist wohl schlimmer. Nee, passt. Warte mal, ich muss mal den Fett kurz wegfahren. Hol mal unser Auto, dass wir jetzt losdüsen können hier. Ich guck dir mal das Malheur vorne an. Ist das unser Auto? Ist das unsere? Ist ja nicht in Worte zu fassen. So, warte mal, weißt du, was ich jetzt mache? Ich stell den jetzt erstmal beiseite hier. Das gefällt mir nämlich gar nicht, wie der hier rumsteht. So, dann fahren wir den jetzt mal hier auf Seite. So, okay. Perfekt. Hallo? Bär, hallo. Hallo, Herr Bär. Ich grüße Sie. Oh, spektakulär, Herr Bär. ja, was gibt's denn, Herr Bär? Das reimt sich sogar. Ja. Eine Frage, was kostet bei Ihnen denn 1000 Liter Schweinefutter? 1000 Liter Schweinefutter kosten, Moment, sage ich Ihnen. Schweinefutter liegen bei 900. Es kommt immer darauf an, wie viel Sie wollen. Ja, okay, gut. Das war nur eine Frage. Warum ist denn los? Nichts, alles gut, ich freue mich gerade. Sie freut sich? Ja. Warum? Man darf sich doch auch mal freuen. Ich freue mich, wenn Sie sich freuen. Ja, ich mich auch. Können wir jetzt los? Moment, ich muss mal kurz einchecken. So. Unser Tor spinnt immer, wenn es kalt ist. Kennen Sie das? Diese elektrischen Tore? Voll zum Kotzen. Ja, wenn da ein bisschen Wasser reinkommt oder so. Das oh, ist nervig, ey. So, also, brauchen Sie wegen Schweinefuttern? Nee, gerade nicht. Hä? Ich wollte nur wissen, wie der Preis ist. Ja, oh. Ist das hier die Betriebsspionage hier oder was? Nee, man kann sich ja mal informieren. Bei der neuen freien Marktwirtschaft ist das ja hier. Wollt ihr Schweinefutter machen oder was und verkaufen? Nein, ist alles gut. Es war nur eine Information, die ich gerne gewusst hätte. Wer bietet noch Schweinefutter an? Aha, da haben wir ja den humpelnden Hamster! Jetzt sagen Sie mir doch mal, rein informativ, wer bietet noch Schweinefutter an? Johannes, jetzt straf dich! Wer bietet Schweinefutter an? Du wirst hier deinen alten heißgeliebten Chef nicht hier in die Falle hauen! Mir wurde gesagt, es wurde dir auch schon angeboten. Nee, eben nicht. Von wem denn? Hier in Schwatzing oder unter Griesbach? Nee, hier in Schwatzing. Da verlaber nicht! Ja? Wer? Der Herr Metzger. Was? Der hat hier wohl eine Produktion, wo Schweinefutter abfällt. Und was kostet das? Das hat mich gefreut. Deswegen lachst du. Ja. Was kostet denn das da? Das sage ich jetzt nicht. Das wäre ja dann nicht mehr freie Marktwirtschaft. Ja, der hat aber keins mehr. Der hat es mir ja gebracht. Wie, der hat dir das gebracht? Ja, der hat das verkauft, also. Ja, wie viel? Ich sag das nicht. Gut, alles klar. Dann klär ich das selbst. Ja, aber ich hab dir ja ganz viel gebracht. Mhm. Bist ja auch ganz viel Geld. Ja. Ja, und hast du schon ausgerechnet? Wir hatten einen Deal. Ja, die 10%. Ja. Ja, genau. Das ist ja kein Problem, das machen wir auch so. 118.000 Liter Weizen. Mhm. 59.000 Liter Gerste. Warte kurz. Das muss ich mir tatsächlich aufschreiben. Hat mich schon gewundert.
Jetzt wird's aber langsam, ja? Weizen, 118, ja? Ja. Ja, weiter? 59.000 Gerste. Ja. 59.000 Roggen. Könnte meinen, war der gleiche Anhänger, hm? Ja, und 177.000 Mais. Körnermais, gedroschen. Mais, hm. Ja, okay. Ja. Gut, alles klar, dann rechne ich das aus und wird das Geld rüberschicken, ja? Alles klar. Finde ich schade, dass du erst, nachdem du dich beliefern lassen hast, anrufst. Warum sollte ich denn vorher anrufen? Anscheinend hast du ja den Preis nicht gekannt. Vielleicht wären wir ja günstiger gewesen. Nee, das... Halt an, das ist der Metzger, den Köpfer! Gut, alles gleich, muss auflegen. Ja, tschüss. Tschüss. So. Was macht der da? Vielleicht hat er eine Panne, Harald. Meinst du? Das sieht nicht aus, als ob der eine Panne hat. Meinst du nicht? Nee. Was ist denn überhaupt los? Komm mal her. Komm mal her. Der produziert und verkauft Schweinefutter in Schwarzing und das viel günstiger wie wir. Also anscheinend viel günstiger. Ich hab dir gesagt, das ist ein linker Hund. Ich hab's dir gesagt. Wo hat der die Schweinefutterproduktion her? Keine Ahnung, Vater ihn. Metzger! Hast du ein Problem? Ich baue dir gleich einen Schneeball, Junge! Ja, fang an. Und ich was? Mach dir Licht an. Nee, pass auf, wir haben ein kleines Problem. Und zwar, wir haben massive Lieferschwierigkeiten zurzeit. Mit Schweinefutter. Ich habe gehört, du kannst uns helfen oder aushelfen. Ich habe gerade alles verkauft. Scheiße. Gerade alles verkauft an den Herbert. Mist, was wird denn der Einkauf bei dir kosten? Gar nichts, also das heißt gar nichts, aber oh, ich kann dann nehmen wir alles. Die Melzerei produziert ja und ja. Und die produziert. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt auf Schlag hier Schweinefutter rausdrucken kann. Und weißt du, ist ja nur ein Nebenprodukt. Ja, ja. Und was, wenn wir mal was brauchen, für wie viel verkaufst du das? Also der Herr Bär hat mir 550 gerade die 1000 Liter bezahlt. Hm. Können wir vielleicht beliefert werden von dir mit dem Schweinefutter? Was willst du denn zahlen? 600. Für was verkaufst du das? Wie, für was verkaufe ich das? Naja, es geht ja nur darum, wenn wir jetzt einen Engpass haben. Monopole gibt's ja nicht mehr. Also, freie Marktwirtschaft. Ja, also, ja, deswegen ist ja in Ordnung, dass du auch Schweinefutter verkaufst. Finde ich ja klasse, aber meine Frage ist ja nur, kann ich es dir abkaufen? Also, ja. Ja, was hab, ja, wenn ich was hab, ich komme auf dich zu, sagen wir mal so. Aber jetzt generell einen Vertrag festlegen oder sowas mache ich nicht. Ja, dann, wenn du Schweinefutter hast, dann sag Bescheid und fertig. Okay, 600 wäre jetzt dein Angebot, ja? Wäre es, genau. Und wenn du wieder was hast, dann wäre schön, wenn du uns auch anrufst. Weil jetzt hätten wir zum Beispiel gebraucht, wir haben nämlich einen kleinen Engpass. Okay. Nach Untergriesbach, aber naja. Also du hattest mir das letzte Mal übrigens 500 gesagt. Das weiß ich nicht mehr. Ja, hatte ich mir extra mal notiert. Jetzt bist du bei 600, das ist natürlich sehr gut für mich. Ja, ich sag mal so, einfach mal anrufen bringt's auch. Ja, alles klar, Bruder. Halt, genau. Warte mal kurz. Eine Telefon. Frage habe ich gleich nochmal. Ja. Fritze? Ja, moin Miguel, du hast ja bei uns das Wasserfass ausgeliehen. Wo hast du das denn hingepackt, bitte? Das hat sich entsorgt, das war ein bisschen angerostet von innen. Ach so, ja. Alles klar, gut, tschüss. Nee, ich brauch das mal. Ach so. Mal bitte, wo das ist. Wahrscheinlich noch an unserem Hof. Dann schicke ich eben Ernst hoch, der das da abholt, ja? Das wäre, ja, das ist lieb. So, dann brauchen wir nicht das runter, weil du bist noch krank. Gut, alles klar, ne? Ja, alles klar. Tschaußen. Tschüss. Was hast du für eine Frage? Mach hin, ich muss hier, wir haben Krisensitzung. Er hätte 2.145.000 an die Stadt überwiesen für Untergriesbach. Weißt du was darüber? Hast du... Herr Ziegel hatte ich eben mit telefoniert, dessen stand eben an der Seite. Der weiß da auch nicht so recht. Und ich kann es im Konto nicht so ganz verifizieren, dass er das auch überwiesen hat. Also, wann soll denn der das über... Er sagte heute Morgen gleich. 2.088.000 sind als sonstiges eingegangen, aber...
Genau, und da, ich hatte noch ein Zahl, oder wie gesagt, der Herr Bär hat überwiesen, das waren 13.000. Die ploppen der Fritzl hat auch nochmal 91.000 für Silage überwiesen. Genau, 93.600, um genau zu sein. Und die würden da ja auch mit reinzählen. Das heißt, er hätte da irgendwie, keine Ahnung, 1.900.000 ein paar kaputte eigentlich nur bewiesen. Jürgens, ich will nicht schätzen, es wird kalt, deine Beine. Ja, bewegen sich mal. Ja, den könnt ihr sowas nicht im Büro klären. Wir haben noch wichtigere Themen, Herr Metzger. Ich habe mich hier nicht aufgehalten, ich wurde von euch aufgehalten. Ja, dabei wir dachten, sie können uns helfen. Ja. Naja, gut, nee, dann müssen wir das einfach mal prüfen, würde ich sagen. Ja, okay. Okay, du kannst ja mal vielleicht dir die Kontodaten oder die Kontobewegung von dem Fritzlhof anschauen. Ja, die Idee hatte ich auch schon. Genau, ansonsten ist beim Ringel oben irgendwas rausgekommen? Genau, Füllstände sind so wie gehabt. Okay. Nichts gut, passiert. Na, dann ist in Ordnung. Gut, wir müssen erstmal los, leider. Wir haben es ein bisschen sehr eilig. Ja, stress dir nicht. Ciao. Alles klar. Ciao. Harald? Ja. Wenn keiner auf dem Fahrersitz ist, dann wird's nichts. Also, Jeffy, einmal zur Betthöhle. Wir müssen Gas geben. Ja, okay, dann machen wir das. Ich hab den Ventil aufgetreten. Nochmal bitte, was? Was für ein Ventil? Na, eigentlich wollte ich es festdrehen, ist aber abgefallen. Oh, ist das dein Ernst? Ja, Entschuldigung, Alex, dafür. Naja, Es soll nichts passieren, ja, auch bei Reven. Gut, war ein Vorderrad, aber gut. Pass auf, was hast du denn jetzt vor? Ja, wie, was soll ich jetzt vorhaben? Ich werde mir anhören, was man da mir vielleicht zu sagen hat, was du hier schon wieder angeleiert hast. Wenn sie sich versöhnlich gibt hier, mal gucken. Ansonsten könnt ihr euch den ganzen Mist hier an die Haare schmieren. Pack ich meine Sachen, bin weg. Naja, gut, aber Harald, denk dran, kannst du mich Diplomatie ist alles. Ja, wie gesagt. Der wird vielleicht noch mit dem Wasser an den Hafen fahren. Das heißt ja, das hat jetzt nichts am. Ja, wie weg? Na, weg und geh wie ganz weg. Hä? Hast du einen Schuss nicht gehört? Warte, da komm ich mal vorgerutscht hier. Hast du eine Meise? Du kannst ja nicht einfach den Landhandel verlassen. Ja. Ich mach einen Chef. Da, nicht den Landhandel verlassen. Boah, ey, ich sag euch, wenn ihr euch nicht strafft jetzt, ey. So, warte kurz. Ding dong, hallo? Ja? Lieber da? Ja, Tür ist doch offen. Ja, ich wusste nicht, ich wollte nicht einfach reinkommen. Na? Hi. Hier war ich ja lange nicht, Mensch. Sieht immer noch so aus. Hi. Hab jemand mitgebracht? Hi. Ja, dann. Auch wieder war da. Bleib ich einfach bei hier in Halteklappe. Du siehst ja. Macht denn der Mercedes oben im Schneehaufen? Das hab ich festgefahren. Warum haben wir das auch geschrieben, dass wir da so eine unglückliche Situation hatten? Mhm. Was macht die Kunst? Was macht deine Ausstellung? Das lief super. War sehr informativ, allem drum und dran. Habe auch über vieles nachgedacht. Also so eine kleine Nachricht hätte nicht gelangt, oder? Ja, was verlangst du denn? Wenn du einfach stiften gehst und die Nachricht hinterlässt und man dich hier tagelang suchen musste. Ihr wusstet zumindest, wo ich war. Ja, so ein verkacktes Nest. Hätte sein können, dass du deine Scheißerei wieder hast und es sonst irgendwo dehydriert im Busch liegst. Ach ja, kommst du mir damit, ne? Bloß weil ich dieses ekelhafte Fleisch von diesen kleinen, kurzhumpeligen, dickbäuchigen Menschen da gefressen hab. Ich sage ja nicht, dass du was dafür kannst, aber nicht, dass du da irgendwie rumliegst und da halber am Krepieren bist. Auf immer interessiert dich sowas. Ah ja, doch. Damals mit dem Till da rumgeschwänzelt hat, da hat es dich auch nicht interessiert. Interessiert mich mehr, als du Versprechen hältst. Wie? Was? Bitte? Am Hof mitzuhelfen. Ach, kommen wir jetzt damit, am Hof mithelfen. Ja? Das kannst du. Ja, und genauso wie die Bude dreckig hinterlassen, dass ich den ganzen Scheiß machen kann. Ja, was? Na, du weißt genau, ich hab mit Hauswirtschaft nicht am Hut. Und außerdem, na, jetzt mal ernsthaft, ne? Schatz, du hast nur mal kleine Finger, du kommst besser in die Ecken. Du willst auch Hilfsmittel. Ja, aber, ne, aber nicht für mich. Aber. Natürlich, du bastelst ja auch selber deine Fahrzeuge zusammen. Weißt du was? Ich leg jetzt. Was auf und warum schickst du Popcorn? Warum schickst du denn auch den Brief an Gunter Griesbach an den Haarhof bzw. an Bella?
Wo weißt du, dass Bella im Haarhof war? Ja, Kommunikation miteinander vielleicht. Ja, was soll ich machen? Ich hab dich nicht mehr verstanden. Da musste ich ja erst nicht fragen. So, da was hat man, ist es die Adresse oder unser Haus da oben oder den Landhandel oder ist die Gemeinde? Du hast zig Adressen, aber Clown Haarhof musst du Briefchen schicken. Ja, wieso? Der wird ihn ja wohl nicht gelesen haben. Was weiß ich, fragt Miguel. Chef? Haben gelesen? Wer? Was? Wer hat den Brief gelesen? Haare? Und Bella. Und es klang danach, dass du irgendwie bei deinem Spusi sonst irgendwo bist. Ja, ich war halt auch, klar war ich auf der Messe, klar war ich auch über uns nachdenken und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ach, ja. Das verneinst ja du gar nicht mit dem Spusi. Was soll ich verneinen? Mit dem Spusi. Kann mich ich mal kurz einer aufklären, was ein Spusi ist? Ich hab mit überhaupt niemandem geschmust. Was? Schmusi oder Busi? Busi. Mensch, Chef, das ist dasselbe im Endeffekt. Achso, Entschuldigung. Vielleicht kannst du es ja mal googeln, dann weißt du, was es ist. Okay. Aber dennoch, weißt du, ich war auch auf der Ausstellung, ich habe über uns nachgedacht und ich musste jetzt sagen, hier. Weißt du, was das ist? Nein, Harald, nein. Weißt du, was das ist? Nein. Siehst du, erkennst du, hat man ja zusammen ausgesucht, ne? Wo man mal den Gedanken, den grobkörnischen Gedanken gefasst hat, vielleicht uns vor Traualtar zu stellen. Lass die Finger davon! Unsere Hochzeit, unsere Ringe. Was, der gibt dir die Ringe zurück? Ja. Lilly hat gerade irgendwas davon gesagt, dass er eine andere Beziehung am Laufen hat. Das meinst du mit dem Wort? Oh. Ja. Das Bayerisch ja. Kurz für Anfänger braucht man Teil 2? Polterabend ja. Organisieren hat ja auch super hingehauen. Ja, Polterabend organisieren. Guck mal da hoch! Och. Ich habe ja schon zusammengeschissen, auch dieses, das, was ich da vorgehabt habe, beziehungsweise das Miguel für uns was organisiert, so hat er auch super hingehauen. Ja, ne, wie immer, auch wie deine Schwester das gebacken gekriegt hat mit dem ganzen scheiß Drecksgeschirr. Ja, die kann ich auch nichts dafür, die kann ja nicht mal Mathe. Ja, Josh, wir haben es alle bloß singen und klatschen gehabt. Jetzt hast du die Ringe dahin gelegt, oder was? Ja, ja, was hältst du denn noch? Ey, Harald. Dein Ernst? Nein, ist nicht, nein. Du haust ab, kommst zurück und gibst die Ringe wieder zurück. Ist dein Ernst? Hab halt auch drüber nachgedacht über uns und jetzt mal... Ach, drüber nachgedacht. Ja, ich genau. Du völlig beim Scheißhaus, da warst benebelt, oder? Du pass mal auf, ne? Du kleiner, liebenswerter Zwerg. Komm mir nicht so. Komm jetzt nicht mit Zwerg. Ich kann nur mal nichts dafür, dass du so klein und handlich bist und auf dem 1,11 Meter perfekt auch jedes Mal drauf rumreiten musst. Ja, es ist aber, es hat auch Vorteile. Das stimmt. Die kriegst du nicht mehr. Oh. Scheiße. Ach, kommen wir jetzt wieder. Emily, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Das, weil ich es mir mal rausnehme, auch mal nachzudenken, ne? Immer und stets und ständig. Es wäre nichts gewesen, hättest du mir zumindest einen Zettel hinterlassen oder sonst irgendwo oder Miguel Bescheid gegeben, aber du hast den Brief an Haarehof geschickt. Du fühlst dich immer auf wegen dem. Ja, ist richtig, genau. Ach, da muss ich genau. Dann schicke ich jetzt auch mal einen Zettel oder Brief an deinen Spusi dahin. Boah, ey. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich hab keine Ahnung. Wie kommst du auf so einen schmalen Grat des Wahnsinns? Also der Brief hat sich so angehört, du musst drüber nachdenken, bis sonst wo kannst du besser nachdenken. Ja, natürlich kann ich an anderen Orten besser nachdenken, als wie wenn ich denn sitze. Oder liege, oder wisst der Geier was. Kannst du mir deine Frage beantworten? Was denn für eine Frage? Liebst du mich noch? Natürlich, aber ich hab's mir anders vorgestellt. Ach, gucke, da sind wir schon zwei. Oh. Zumindest in dem Punkt sind wir uns einig. Ja, Wahnsinn. Wir waren uns früher mal in vielen Punkten einig. Ah. Sag mal. Chef. Ja, hier. Kannst du vielleicht das Kusche zumachen? Irgendwann fängt es an und wird trocken. Oh, ist runtergetropft. Sollen wir euch da oben noch Popcorn zuwerfen? Oder keine Ahnung. Ich hab noch. Ja, da ist organisiert schon die Kiste. Oh. Okay, Emily, pass auf. Ich überlasse die Entscheidung vollends dir. Wir haben hier unsere Ringe liegen. Egal, wie du dich jetzt entscheiden wirst, wenn es halt nicht positiv ist, verlass es halt heute Schwatzing komplett. Was? Hallo. Hallo. ja, da müssen wir. Ich sag mal so, Miguel? Also ich würde, ja.
schau zu, dass du hinterher gehst und dass er nicht abhaut. Ich rechne gerade Preise aus. Ja, ich komme. Ja, ich, was soll ich denn machen? Ich muss ja nicht mal hier in die Kutter. Ich Preise ausrechnen, jetzt schleich ich dich aus dem Haus raus. Ich bin schon weg, alles klar, tschüss. Entschuldigung, nichts für dich. Wo ist er denn? Hä, wo ist er denn? Harald? Harald? Harry? Ja, ist er im Schneehaufen? Scheiße, wer haut denn den ganzen Schnee bei die Hühner, die Armen? Harald? Harald! Schneeparadies für meine Hühner. Ah ja. Könnt ihr mal bitte den Harald jetzt besuchen? Das ist ja wohl ein schlechter Witz, oder? Harald! Harald, bist du irgendwo? Hast du ein Megafon dabei, oder was? Ja! Verdammt! Wie wär's mal mit hinterherfahren? Was denn? Der Schlüssel steckt, kannst du hinterherfahren? Moment, ganz kurz. Hier hinten am... Oh, guck mal, hier hinten. Oh. Vielleicht ist er hier irgendwo. Ist er am Wasser vielleicht? Da ist nix, hab ich schon geschaut. Jetzt sag bloß, du bist wegen 10 Meter kaputt. Ey, ist auch nicht. Scheiße! Ich wusste, dass wir hier ein Echo haben. Den muss man hier hinten rufen. Vorne oder in den Bergen, das ist super. Ist halt auch mit dem Auto hergefahren. Ja, das Auto ist ja noch da. Ja gut, meine lieben Freunde, ich habe keine Ahnung, wo Harald ist. Wir müssen auf jeden Fall auf die Suche. Der will Schwatzing verlassen. Der will sich verpissen. Ey, bafft euch mal. Ganz ehrlich, ich brauche den mal im Landhandel. So geht das doch nicht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Heute Abend im Livestream. Schaut vorbei. Bis dahin. Tschüss und ciao.